Also, ich würde mal sagen, weiter geht's. Wir müssen hier unten hin. Und dahin machen wir jetzt erstmal auf den Weg. So, es müsste hier lang sein, oder? Nein. Blödsinn, haben wir auch die... Da haben wir schon genug. Oh, da ist eine Holztruhe. Sehen wir uns mal hier um. Also der Sumpf ist definitiv von der Struktur her ähnlich oder wie... Ach nö, nicht schon wieder. Bis gleich. So, da wäre ich wieder. Das gab sehr lange keinen Safe, keinen Spielstand. Und deswegen bin ich dann nochmal zu Fuß hingerannt. Und musste nochmal das Ganze nochmal neu machen. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Herr, habt ihr meinen Sohn gesehen? Er hat strohblondes Haar, Sommersprossen auf der Nase. Ein Kind von 12 Wintern. Nein, tut mir leid. Ich habe hier Feuer gemacht, damit er durch den Nebel findet. Oh, mein geliebter Sohn. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich suche die Striege, die hier irgendwo ihr Versteck hat. Herr, seht ihr die alte Kirche auf dem Hügel? Die Striege lebt in der Gruft. Nachts erwacht sie und streift durch die Gegend auf der Suche nach Blut. Sie lässt euch in Ruhe? Einmal hatte sie es auf mich abgesehen. Aber ich bin nicht weggerannt, denn ich hüte dieses Feuer, das meinen Sohn durch die Nacht führen soll. Das Ungeheuer zögerte und lief dann weiter. Seither meidet es mich. Interessant. Aber ich habe einmal gesehen, wie sie einen Mann erwischt hat. Es war grauenhaft. Erzählt mir davon. Als das Haus meiner Nachbarn von Elfen in Brand gesteckt wurde, bin ich aus der Stadt geflohen. Die wollten mich zur Armee einziehen. Zum Glück ist König Foltes zurück. Der legt diese Anderlinge wieder an die Kette. Richtig so. Wisst ihr, was ich meine? Thank you.
Ist das zufällig sein Sohn? Eieiei. Seid gegrüßt, Geralt. Foltes bat mich, nach euren Fortschritten zu sehen. Vertrauen ist unerlässlich. Stimmt, aber dieses spezielle Ungeheuer ist seine Tochter. Warum seid ihr hier? Foltes weiß genau, dass jemand den Fluch erneuert hat. Er kann nicht glauben, dass Adda von allein zur Bestie wurde. In der Gruft könnten Beweise sein. Foltes bittet euch, den Sarkophag zu durchsuchen, in dem die Prinzessin schläft. Liefert alle Beweise ab, die ihr findet. Ich werde den Befehl des Königs befolgen. Und jetzt führt mich zur Prinzessin. Folgt mir. Ich habe irgendwie ein ganz böses Gefühl bei der Sache. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Folgt mir. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe eine Vermutung, aber ich sage jetzt erstmal nichts. Nicht, was die Vermutung ist. Oh, lecker. Moment mal. Diese Gruft hier kommt mir sehr bekannt vor. Kann es sein, dass dies auch im Vizima gibt? Kann es sein, dass diese... dass das eine Kopie ist von der ganzen Gruft, dass da mehrere Gruften mit dem gleichen Layout angelegt wurden. Aber das hier sieht mir sehr nach der Gruft aus, wo die, die Salamandra waren. Hier war ein Tisch, wo die das Fistek gestrickt haben und hier lag ein Zwerg zu schlafen, oder? Also wenn es hier weitergeht und da ist ein großer Raum und hier irgendwo ist noch mal so ein kleiner Throndings, dann sind wir da. Nee. Hier ist anders. Oh. Ich glaube, das war der Sohnemann. Jo, dann warten wir. Bis mal Nacht ist, ne? Was dahinter? Hier muss doch was sein, oder? Was steht in den Quests?
Wieso muss ich gegen die Striege kämpfen? Ich soll die eigentlich nur diesen Zauber brechen. Aber nicht bekämpfen. Das Tor ist verschlossen. Löst zuerst das Problem mit der Bestie. Ihr versteht doch, das Tor ist verschlossen. Löst zuerst das Problem mit der Bestie. Ihr versteht doch, Sicherheitsmaßnahmen. Ja. Habe ich hier irgendwas übersehen? Geht's da noch runter? Aber hier ist alles verschüttet. Wo soll es denn noch weitergehen? Ich muss nach Einbruch der Nacht zu der Gruft gehen. Ach Moment, wir sind erst am Tag, stimmt. Oh Mist. Ja, das hätte ich mir denken können. Ja, ich hatte einen kleinen Denkfehler. Nach Einbruch der Nacht. Nicht am helligen Tag. Wir gehen zu Mitternacht und dann sehen wir uns mal um. Also wir sind definitiv nicht allein. Ich muss jetzt am Sarkophag bleiben und die Nacht überleben. Heißt nicht, es muss hier sein. Miezi, Miezi, Miezi. Ach, du bist ja hübsch. Liegen bleiben. Scheiße. Ich hätte speichern sollen. Ich da rein. Ich muss doch irgendwie jetzt überleben. Ich will die nämlich nicht töten. Oh, da gibt es dann noch einen anderen Sarg. Komm mal mit, Miezi. Thank you.
Ah. Nein. Kann ich jetzt reinklettern? Scheiße. Ich muss hier überleben, ne? Ich kürze das Ding mal etwas ab. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich bin's normal. Es gibt keine Möglichkeit, was anderes zu machen, als hier rumzurennen im Kreis. Denn, ja, wir müssen überleben. Das hilft schon. Das reicht. Nee, es ist noch nicht morgen früh, ne? Hallo? Okay, dann müssen wir nochmal mit dem Hund in die Gasse gehen. Ah, jetzt sehe ich, was los ist. Die Dämmerung zieht bald herauf. Wenn ich sie töten will, bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Nein, wir töten sie nicht. Das sind diese. Das war der Hinweis mit dem Sarg und den Kerzen. Okay, ich verstehe. Sitz, Hundi. Bleib liegen. Nein. Aus. Das geht eigentlich ganz gut hier. Mach Platz. Ja, nicht gerade die spannendste Quest hier, aber ja. Also wenn das hier Dark Souls wäre, dann hätten wir hier aber große Freude. Wenn ich gewusst hätte, dass du so aussiehst, hätten wir keinen Sex gehabt. So, gleich haben wir's. Töten wäre jetzt natürlich die schnelle Option, aber ne. Das ist nicht mein Metier und nicht meine Idee davon. Ich habe schon eine ziemlich dumme Entscheidung getroffen, als ich mich der Feuerrose komplett angeschlossen habe. Die Sonne geht auf. Noch wenige Augenblicke und der Striegenzauber ist gebrochen.
Sitz. Soll ich dich hinterm Ohrläppchen kraulen? Hallo, Ada. Wo bin ich? Ada. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Es ist vorbei. Ihr seid wieder wohlauf. Geralt? Keine Sorge. Ihr seid in Sicherheit. Ich bringe euch nach Hause. Ach, meine Hände. Sie sind mit Blut besudelt. Ich habe so viele Leute getötet, ermordet. Oh. Es war nicht eure Schuld. Macht euch keine Gedanken. Ihr habt es hinter euch. Ich erinnere mich nur undeutlich, wie durch Nebel. Es war wichtig. Ich habe etwas in dem Sarkophag versteckt. Ihr müsst nachsehen. Gut, das mache ich. Haltet mich fest, Geralt. Mir ist so kalt. Das liegt an dieser Gruft. Wir sollten gehen. Draußen werdet ihr euch besser fühlen. Schön. In welchem Sarkophag? Hier drin ist. Wo kann die sein? Und nach Sarkophag macht auch keinen Sinn. Moment. Ah. Das Tagebuch des Mannes, der dafür verantwortlich ist, dass Ada als Striege zur Welt kam. Ostrichs Tagebuch. Ich verfluche euch, Foltest, und hoffe, ihr schmort in der Hölle. Ich verfluche eure inzestuöse Taten. Eure Schwester Ada hat einen besseren verdient. Ich flehe das Schicksal an, auf das euer Lüsternheit-Kind so monströs sein möge wie ihr selbst. Wenn die Hexe die Wahrheit gesagt hat, werdet ihr meine Rache bald schmecken. Ich muss lediglich alle Zutaten vorbereiten und die Worte dreimal aussprechen. Manche sagen sogar, die Worte seien nicht erforderlich. Man muss nur hassen und mein Hass brennt wie Feuer. Also, in Randnotizen steht etwas über diesen Fluch, als wollte jemand herausfinden, wie dieser Fluch zu erneuern ist. Eieiei. Ada. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Jo, dann komm mit. So, ich speichere hier mal lieber. Ach, das Tor ist jetzt offen, okay. Ach, wo kommen die Kleider her? Und? Mich in dieser Gruft einzuschließen. Nette Geste, Velarad. Tut mir leid, Hexer. Befehl des Königs. Die Prinzessin ist wieder sie selbst. Ada. Velarad bringt euch nach Hause. Hexer, ich habe euch zum zweiten Mal unterschätzt. Beim dritten Mal schuldet ihr mir etwas. Foltest gab mir etwas für euch, falls ihr überleben würdet. Das ist der Teufel, ein serikanischer Krummsäbel. Der Legende zufolge wurde er in Drachenblut gehärtet. Jemand hat die Verwandlung der Prinzessin in eine Striege absichtlich herbeigeführt. Ich habe Beweise dafür. Wo? Der König wollte als erster davon erfahren.
Na schön. Ist das alles? Der König sagte, wenn ihr die Krankheit heilen wollt, müsst ihr das alte Herrenhaus aufsuchen. Er sagte, ihr würdet das verstehen. Das stimmt. Lebt wohl. Lebt wohl, Hexer. Hallo, Ada. Ich glaube, verdammt, wir müssen noch reden. Ist das heiß in diesem Ding. Geralt? Seid ihr in Ordnung? Ja, es geht mir besser. Ich muss euch nach den Salamandra fragen. Oh, Geralt, dieser schreckliche Professor, es ist seine Schuld. Er hat mich belogen, mir Macht und Ruhm versprochen. Seit seinem Tod habe ich keine Salamandra mehr gesehen. Der Professor hätte diese Mutanten nie erschaffen können. Hat er je einen Magier erwähnt? Er kam einmal mit einem abstoßenden Menschen hierher. Abdul oder so ähnlich. Der Professor nannte ihn einen mächtigen Zauberer. Mehr weiß ich nicht. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Leider nicht. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Haltet ihn auf! Sofort zurückziehen! Sie haben mein Haus abgebrannt und mein Hab und Gut zerstört. Was soll ich nur tun? Oh, werter Herr! Ich bin wegen der Anzeige hier. Ah ja. Habt ihr die Zemetauren erlegt? Und habt ihr die 5 Kiefer als Beweis? Ja. Hier sind sie. Danke. Hier ist euer Lohn. Danke. Oh, werter Herr. Habt ihr Eichhörnchen in der Nähe gesehen? Nein. Sie sind nach Vysima gegangen, die verfluchten Anderlinge. Was haben wir ihnen nur je getan? Ich habe in der Nähe eine Stelle gefunden. Diese Hurensöhne haben einen Menschen entführt und ihn dort gefoltert. Sie haben den armen Kerl bis zum Hals eingegraben und seinen Kopf mit Sirup übergossen. In der Nähe war ein Ameisenhaufen mit roten Ameisen, groß wie euer Daumen. Den Rest kann ich mir vorstellen. Oh, werter Herr! Lebt wohl. Ich gebe nie wieder einem Anderling Arbeit. Ah ja. Gut. Lebt wohl. Okay, schon gut. Also, was steht an? Ja, das müssen wir in Vysima machen. Altes Herrenhaus. Die Druiden. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Und in der nächsten Folge gehen wir noch hier in die Flüchtlingshöhle. Und die Druidenhöhle. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Das ist so das Gleiche, oder? Ja. Die beiden Sachen werden wir noch machen in der nächsten Quest. Oder komm, wir machen das mal gleich. Nee, in der nächsten Folge werden wir es machen. Bis dann. Tschüss.